Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Greifenstein-Altenberg an der Franz-Josefs-Bahn. Und wenn wir schon an der Franz-Josefs-Bahn sind, nehmen wir gleich einen Zug mit. Unser erstes Ziel für heute ist die Kirche. Die Kirche wurde vor 55 Jahren errichtet, ursprünglich als Wallfahrtskirche und zwar als Ersatz für eine Kirche in Tschechien, die 1946 abgerissen wurde. Und jetzt werden wir uns die Kirche mal näher anschauen. Der Stein, der inmitten des Innenhofs steht, heißt Schwurstein. Und die Sage erzählt, dass jeder Besucher der Burg den Stein anfassen musste und noch immer muss. Daher kommt der Name Greifenstein. Unzählige Sagen und Märchen ranken sich um diesen mysteriösen Stein. Hier eine davon. In den dunklen Zeiten des 15. Jahrhunderts, als Räuberbanden die Lande durchstreiften und selbst Landesfürsten in Streitigkeiten verwickelt waren, galten lediglich Freunde des Hauses als willkommene Gäste und Misstrauen gegenüber allem Fremden war angesagt. Aus diesem Grunde musste jeder, der in die Burg eintrat, seine Hand in die Höhlung des Steines legen und dabei die Worte sprechen. So wahr ich greife an den Stein, halte ich die Gastfreundschaft dieses Hauses in Ehren. Wer dies nicht wusste, galt als Feind und zu Zeiten, da auch auf Greifenstein selbst ein Raubritter saß, wanderte jeder Unwissende sogleich ins Verlies. Etwas überraschend eröffnet sich hier eine Klettermöglichkeit, was natürlich für unsere jüngste Mitreisende jetzt ganz super ist. Und ich habe das selber nicht gewusst, dass neben der Burg noch einmal sich so ein Hügelchen erhebt oder wie man das auch immer nennen soll. Aber super ist das zum Klettern. So, nehme ich jetzt ein Stück dann auch mit der Kamera. Links übrigens sieht man da vielleicht durch das Geäst die Ruine. Also wir sind jetzt eigentlich schon höhenmäßig über der Ruine und jetzt haben wir da gleich den höchsten Punkt erreicht. Ja, wunderbar. Man hat zwar, naja, man hat eine Aussicht. Wow. Das ist schon cool. Das habe ich bis jetzt nicht gekannt. Da drüben übrigens sieht man den gelben Kirchturm von Stockerau und vor uns das Donaukraftwerk Greifenstein. Für uns geht es weiter Richtung Tempelbergwarte. Wir sind wieder im Winterwanderland angelangt. Es ist zwar nicht viel Schnee, aber immerhin ein bisschen was. 2,5 Kilometer sind es jetzt noch ungefähr bis zur
Tempelbergwarte. Leider kommt dieses bizarre Eis über den Ästen auf der GoPro nicht so gut heraus. Aber wir sind hier in einer komplett vereisten Landschaft. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich blende euch Bilder ein, die ich mit der Handykamera gemacht habe. Da kommt das nämlich gut zur Geltung. Blick hinab auf die Korneuburger Bucht gegenüber, wenn man rechts von den Bäumen schaut, erkennt man die Burg Kreuzenstein. Die Burg Kreuzenstein, die Burg Greifenstein und der Leopoldsberg waren früher miteinander sozusagen verbunden, und zwar durch Feuer hat man sich gegenseitig warnen können, weil die haben ja alle einen Blick auf die Donau gehabt. So steht es zumindest auf Wikipedia. Vor uns erkennt man rechts von der Burg Leobendorf, dann dahinter der Lagerhausturm von Hamersdorf-Rückersdorf und rechts davon schon das Industriegebiet von Korneuburg, beziehungsweise wenn ich dann so mit der Kamera schwenke, links darunter, da ist dann Korneuburg. Blick auf Schloss Hadersfeld. Vor uns die Tempelbergwarte. Schauen wir mal, ob man da rein kann, beziehungsweise ob man drinnen raufgehen kann. Aha, okay, gut. Das hat sich somit auch erledigt. Schauen wir dann auch ums Eck. Die Tempelbergwarte ist übrigens zu Ehren Kaiser Franz Josefs errichtet worden. Na gut. Also viel kann man da ja nicht machen. So, jetzt haben wir noch die Warte einmal umrunden. Mal schauen, ob man da hinschauen kann. Ob man da vielleicht runter sieht nach Stockerau. Leider nein. Sieht man nicht nach Stockerau. Das ist wahrscheinlich dann nur möglich, wenn man auf der Warte oben ist. Naja, egal. Für uns geht es jetzt wieder runter Richtung Bahnhof Greifenstein-Alpenberg. Nachdem wir da jetzt da noch ordentlich im Gas herumgerutscht sind, am Weg nach unten, die letzten zwei, drei Kehren wieder im verschneiten Wald. Und vor uns da unten, wo noch die Sonne scheint, ist dann Altenberg. Da geht es dann ungefähr noch
ich glaube, einen knappen Kilometer, falls überhaupt, rechts die Hauptstraße entlang. Und dann sind wir wieder bei der Schnellbahnstation. Wieder herunter vom Berg haben wir jetzt dann noch diese nette Holzkapelle entdeckt. Und auch interessant, dass der Altenberger Glockenturm Teil des Kapellenwanderweges. Also wäre vielleicht auch einmal interessant zu erforschen, beziehungsweise zu gehen, der Kapellenwanderweg. Für uns geht es jetzt noch davor, ich zeige euch das jetzt noch, diese paar hundert Meter, da sieht man schon die Kirche, wo wir begonnen haben, unsere Tour. Und dort ist auch der Bahnhof, wo es ab nach Hause nach Wien geht. Ich verabschiede mich an der Stelle aus Greifenstein-Altenberg. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!